Ja, nee, ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Also ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Vielleicht könnt ihr euer Geld wieder kriegen. Es macht wirklich keinen Spaß. Man kriegt keinerlei Kontakt zum Publikum. Wir laufen noch andauernd Leute rum. Es tut mir wirklich leid. Bitte habt Verständnis dafür. Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts mehr machen. Wir haben alles gegeben bis jetzt. Es kommt nichts. Da könnt ihr auch nichts für. Das System ist einfach fadenscheinig und dumm. Ich höre jetzt auf an dieser Stelle. Danke. Die einen oder anderen haben es vielleicht mitbekommen. Helge Schneider, der Comedian, hat ein Konzert in Augsburg abgebrochen. Ein sogenanntes Strandkorb-Konzert. Da, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist nicht mehr das Publikum, sondern da sind lauter Strandkörbe. Und in diesen Strandkörben sitzen die Leute und werden dort bedient und können sich dann so die Bühne ansehen. Und das Ganze ist wohl auch schon mit einem Preis ausgestattet worden. Also man ist da ganz begeistert von sich selber, wie toll man da in den Corona-Möglichkeiten Sicherheit und Konzertfeeling verbindet. Das sah Helge Schneider offensichtlich anders. Er hat es abgebrochen, weil er sagt, dass kein Kontakt zum Publikum aufkommt. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe auf der Bühne und ich sehe nicht die Interaktion des Publikums, die Reaktionen, weil das Publikum untereinander sich ja auch nicht wahrnimmt, sondern man sitzt in diesem Strandkorb. Und von oben sieht man diese Körbe und da sind Leute und zwischen diesen Körben läuft irgendein Personal hin und her. Das ist natürlich nicht das, was ein Künstler in einer Interaktion mit dem Publikum, und er hat ja immer so ein bisschen gefrotzelt und sehr stark improvisiert, erwartet. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das aus seiner Sicht so nicht geht. Und dann weiß man zusätzlich auch bei Helge Schneider, in seiner Anfangszeit hat er auch mal so ein Konzert abgebrochen, weil eben die Chemie mit dem Publikum nicht gestimmt hat. Also Fans, sag ich mal, wissen das. Wer so in den letzten Jahren diese ganzen Geschichten bei Stefan Raab in den ganzen Fernseh rauf und runter Geschichten gesehen hat, der hält ihn vielleicht auch doch sehr Mainstream-mäßig. Aber er ist einer von denen, die sich noch ein bisschen Freiheit bewahrt haben. Und das kommt in solchen Aktionen halt zum Ausdruck. Ich finde, das ist eine sehr schöne Sache, dass man sieht, da hat man einen Künstler, der tatsächlich noch ja, am Publikum interessiert ist, den es nicht einfach nur vor der Kamera irgendwie so ein bisschen so Bühnenersatzprogramm mäßig darum geht, abzugreifen, was abzugreifen ist. Er hat ja auch die ganze Corona-Zeit über keine Auftritte gegeben, weil er gesagt hat, das Publikum fehlt ihm und er hat keine Lust, ohne Publikum irgendwie so was zu veranstalten. Er interagiert. Das finde ich eigentlich sehr großartig und das sage ich als jemand, der für sein Köln-Konzert im Tanzbrunnen im Ende August 3 Karten hat. Also ich mag ihn und wenn er das dort abbricht, weil es vielleicht auch solche Maßnahmen gibt oder wenn die ganze Tour abgebrochen wird, mein Geld kann er gerne behalten, weil ich unterstütze Menschen, die ihr Ding machen, wenn sie das in einer offenen, ehrlichen Art machen. Ich muss dazu sagen, politisch oder so, bin ich mit ihm jetzt nicht so auf einer Linie. Ja, hat er viele Sachen gemacht, wo er sich so ein bisschen auch ja nicht nur in seinem Standardrepertoire äußert, sondern wo er auch so ein bisschen angeblichen Anspruch oder so etwas, ja, also wo er versucht, ja, politisches Kabarett, könnte man sagen, zu machen. Das ist nicht meins. Ich werde mit seiner Einstellung und dem, was er dort transportieren will, nicht warm. Und ich finde es deswegen auch vollkommen absurd, ihn jetzt in irgendeine Querdenker-Ecke zu stellen. Er ist politisch meines Erachtens ziemlich klassisch links angeordnet und da macht er meines Erachtens auch kaum einen Hehl draus und mir ist das egal. Wenn ich jemanden mag oder so, kann er ja politisch denken, was er will, aber ihn jetzt in diese Ecke zu stellen, dass er aufgrund von dem Abbruch des Konzertes und wegen einer Maskenaversion politisch vereinnahmt werden kann von Leuten, die das politisch jetzt hoch aufhängen und sagen, wir machen hier unsere Dissidentenshow, da wird er sicherlich nicht dazugehören. Da wird er auch wahrscheinlich jetzt immer mehr um Schadensbegrenzung bemüht sein, weil man ihn ja in diese Ecke dann stellt. Das möchte ich auch nochmal generell sagen. Das habe ich auch aus Gebieten an der Aare gesehen. Wenn dort Helfer gehen, weil sie ein paar Tage aus eigener Überzeugung geholfen haben und jetzt kommen irgendwelche Leute, Rechtsanwälte oder sonst was aus diesem Corona-kritischen Umfeld, die jetzt, weil da ein Impfbus auftaucht oder so, eine politische Show machen und die ganzen Helfer für sich vereinnahmen, dann ist das auch nicht in Ordnung. Diese ganzen Fragen, ob man sich politisch auf die eine oder andere Seite stellt, hat in einem Katastrophen
Ort nichts zu suchen, aber das nur am Rande. Und ich finde, da ist die Parallele, das ist auch nichts, was man einem Künstler, der ein Konzert abbricht, weil die Chemie mit dem Publikum so nicht stimmt. Und er sagt ja selber auch, das Publikum kann da gar nichts dafür, die sitzen halt dort, aber es ist etwas anderes. Und diese Form von künstlichem Arrangement, die geht für ihn nicht auf. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich habe da sehr großen Respekt, wenn jemand dann auch wirklich sagt, nee, das geht nicht. Das Projekt ist aus seiner Sicht nicht tragbar. Und das konnte er vorher vielleicht auch nicht so absehen, weil er sich das nicht vorstellen konnte, wie das tatsächlich dann auf der Bühne ist. Und alle haben es gelobt und haben gesagt, super tolles Corona-taugliches Konzept. Und dann hat er es vielleicht auch ausprobiert. Und dann hat er festgestellt, es geht nicht. Und dann hat er den Mut und die Schneid zu sagen, ich breche das ab. Ich vermute mal, die Leute kriegen auch ihr Geld wieder. Das ist für ihn natürlich auch nochmal eine ziemliche Einbuße und wahrscheinlich auch ein ziemlicher Reputationsverlust bei vielen. Ich finde es schön, wenn jemand diese Unabhängigkeit hat und dort einfach sagt, das ist nicht mein Ding, völlig unabhängig davon, was er politisch sonst so denkt oder wie er da gestrickt ist. Diese Form von Freiheit, diese Form von Eigenständigkeit, die erwarte ich mir von den Menschen. Und ich finde das unheimlich wohltuend, wenn jemand sich diese eigene Art beibehält und sich überhaupt nicht darum kümmert, was jetzt diese Rahmenbedingungen sind und wie da Konventionalstrafen vielleicht aussehen mögen oder sonst etwas, der einfach sagt, das geht für mich nicht, hier ist meine rote Linie, da mache ich nicht mit. Das gefällt mir und ich freue mich sehr auf das Konzert im August, selbst wenn es vielleicht nicht stattfinden wird. Man wird sehen.